Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Pressetermin. Die Sicherheit ist ein großes Thema beim Striezelmarkt. Und insofern freue ich mich auch, dass so viele von Ihnen heute mit dabei sind und möchte als allererstes erstmal die Runde vorstellen, die heute etwas zum Thema Sicherheit sagen wird. Und wir werden ja dann auch im Anschluss vor Ort uns einige Beispiele angucken. Deswegen fange ich einfach mal an mit den beiden Unternehmen, die heute hier anwesend sind, die uns beim Striezelmarkt sozusagen in diesem Jahr unterstützt haben und wir sie. Ich glaube, das ist eine sehr gegenseitige Geschichte. Ich begrüße Herrn Robel als Geschäftsführer der General Atomics Europe GmbH. Herzlich willkommen. Ich begrüße außerdem Herrn Arian Vorwerk, Geschäftsführer der Povisol Wintergärten GmbH. Und freue mich natürlich auch sehr, dass Herr Kubiesa als Leiter der Polizeidirektion Dresden heute hier mit dabei ist. Sie sehen, auch für die Polizei ein wichtiges Thema, die Sicherheit auf dem Striezelmarkt. Ich begrüße natürlich auch sehr herzlich den Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und damit verantwortlich für den Striezelmarkt, Herrn Dr. Franke, und natürlich den Oberbürgermeister, dem ich auch gleich das Wort übergeben würde. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen, und wenn doch, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Morgen. Da muss ich mal wieder einen Termin auf den Markt nehmen, damit man auch den Markt mal selber sieht. Aber Spaß beiseite. Wichtiges und für uns auch handlungsleitendes Thema, dass wir in unserer Stadt bei den Veranstaltungen die Sicherheitsanforderungen gewährleisten können. Und das möglichst so, wenn wir sagen, auch die Elemente, die wir einsetzen, sind sowohl den Sicherheitsstandards gerecht, also zertifiziertes Material, zum Zweiten auch möglichst, dass sie sich gut in das Stadtbild einordnen und möglichst unauffällig sind, also dass es einlädt, die Veranstaltungen zu besuchen. Und deswegen wollen wir ja, und das ist auch ein bisschen der Aufhänger, ja, Systeme ausschreiben, um in den nächsten Jahren weiterhin sowohl diese Veranstaltung abzusichern, aber auch andere, sagen wir mal, stadtprägende Großveranstaltungen, die genauso ein Thema im Sinne von Gefährdungspotenzial aufweisen. Und der Striezelmarkt ist nochmal eines der Leuchtturmveranstaltungen nicht nur unserer Stadt, sondern auch deutschlandweit. Und alles, was eine gewisse Ausstrahlungswirkung hat, hat nie nur Anziehungskraft für Touristen, über die wir uns natürlich außerordentlich freuen, dass sie wieder wahnsinnig stark in unsere Stadt strömen, sondern man muss immer auch mit dem rechnen, mit dem Schlimmsten rechnen, und da sind eben halt auch Gefährter aller Art. Da haben wir in den letzten Jahren ein Sicherheitskonzept erstellt, Frau Förster, gemeinschaftlich mit der Polizei, um deutliche Verbesserungen herbeizuführen. Wenn ich noch ausschaue, ist eben hier nicht mehr der Autoverkehr auf der Südseite des Marktes läuft, was neben der Sicherheitsfrage auch, glaube ich, eine ganz praktische hat, dass man viel besser flanieren kann auf den Markt. Und auf der anderen Seite, indem wir eben im Umfeld Projekte gestartet haben, die es weniger erlauben, einfach den Markt zu entern, wie wir es leider an anderen Weihnachtsmärkten in Deutschland und der Welt sehen mussten. Und wir wollen unseren Bürger so gut als möglich und unsere Besucher so gut als möglich schützen und, wie gesagt, das so unauffällig wie möglich. Und da ist in den letzten Jahren viel passiert. Es sind neue Systeme auf den Markt gekommen, die sich auch, ich glaube, auch stadtverträglich gut einordnen. Und das Schönste daran ist, dass auf die ganze Diskussion, die wir ja im Stadtrat und dann auch medial geführt haben, sich auch Unternehmen
mit dem wir auch schon seit Jahren noch zusammenarbeiten, gemeldet haben und sagen, Mensch, aus der Region, wir haben da selber Systeme, die wir entwickelt haben, die wir auch an anderer Stelle einsetzen. Wir können euch auch dabei helfen. Und wir wollen heute auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten, an zertifizierten Geräten und Absperrungen, sodass wir nie Sorge haben, wenn wir die Ausschreibung vom Stadtrat bestätigt bekommen, dass wir auch gute Angebote bekommen werden, die sowohl für den Striezenmarkt wie auch für die anderen Großveranstaltungen geeignet sind und die am Ende noch die Wertschöpfung in der Region lassen. Was will man eigentlich mehr? Das schauen wir uns an. Und vorher hören wir es uns an und auch die Notwendigkeiten, die da sind. Und damit würde ich vielleicht mal mein Eingangsstatement dabei sein. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Herr Kobiers, wenn ich Sie bitten darf. Dankeschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich noch etwas zum Thema der Sicherheitslage, insbesondere zum Thema auch Weihnachtsmärkte, Ihnen vorstelle. Ich darf das vorbeginnen, die Lage ist unverändert, so wie wir es schon vorher angekündigt haben, ist die Sicherheitslage für Deutschland und für Europa in der Form auch unverändert, dass Weihnachtsmärkte auch dieses Jahr im besonderen Fokus der Polizei stehen. Der Regel, die besonderen Bedingungen sind, sie finden meist in zentraler Lage statt, sie haben ein hohes Besucheraufkommen, sie zeichnen sich oft durch die zentrale Lage auch durch offene Eingangsbereiche aus. Und deswegen prüfen wir das mit den Veranstaltern zusammen, mit den Verantwortlichen, mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept. Gleichwohl, und das möchte ich ausdrücklich betonen, gibt es keine konkreten Gefährdungserkenntnisse. Und insofern ist mir das auch wichtig, allen die Botschaft zu senden, führen Sie diese Veranstaltung durch, gehen Sie auf die Weihnachtsmärkte, fühlen Sie sich sicher. Und was unser konkreter Beitrag ist, sehen Sie, dass wir mit der Polizeiwache hier vor Ort sind und im Hintergrund, das haben wir auch bekannt gemacht, Kräfte vorhalten, wenn man sofort und intensiv intervenieren müsste. Es können manchmal sogar einfache Sachverhalte sein, sofort reagieren zu können. Insgesamt zu dem Sicherheitskonzept wäre mir immer noch wichtig, es ist immer ein Part aus verschiedenen Maßnahmen, dazu gehören auch immer technische Möglichkeiten und insofern hatte ich schon auf die breiten Zugänge hingewiesen und technische Sperren werden da ein Lösungsmittel. Zu viel von meiner Seite dazu. Danke.